Am Freitag, letzten Freitag, habe ich die Geschichte von Lisa und ihrer Weltreise erzählt. Und heute lesen wir die Geschichte zusammen. Hallo, herzlich willkommen! Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute lesen wir die Geschichte Wo ist Lisa? Das ist Episode 6 der Serie Wo ist Punkt, Punkt, Punkt. Hier findest du die Playlist mit allen Episoden aus der Serie. Also, los geht's mit Teil 2 von Episode 6. Hier haben wir die Geschichte und ich lese sie dir vor. Heute erzähle ich die Geschichte von Lisa. Genau. Oder auch heute lesen wir die Geschichte von Lisa. Wir haben hier, ich ist eine Person, also erzähle, hier erzähle. Und wir ist nicht nur eine Person. Es sind zwei, drei, vier, fünf. Wir sind viele Personen, also haben wir ein Plural. Wir lesen die Geschichte von Lisa. Lisa? Lisa ist Tommys große Schwester und Lisa ist nicht zu Hause. Lisa ist Tommys große Schwester. Schwester ist weiblich, die Schwester, also große Schwester. Lisa ist die große Schwester und Tommy ist der kleine Bruder. Also Tommy ist Lisas kleiner Bruder. Lisa ist Tommys große Schwester und Tommy ist Lisas kleiner Bruder. Und Lisa ist nicht zu Hause. Zu Hause, das ist das Haus, wo wir wohnen. Ich bin zu Hause oder ich gehe nach Hause. Also sie ist nicht zu Hause und sie geht nach Hause. Irrelevant for the story, but to show you the difference between zu Hause and nach Hause. Ist zu Hause und geht nach Hause. Lisa ist im Urlaub. Lisa reist um die Welt. Wir haben der Urlaub und dann haben wir hier im ist in dem Urlaub. Lisa ist in dem Urlaub. Lisa ist im Urlaub. Lisa reist um die Welt und es ist wirklich die Welt. Genau. Sie macht eine Weltreise. Hier haben wir Welt und wir haben Reise. Wir haben hier oben reist, das ist das Verb, einmal schwarz, reisen oder auch verreisen, verreisen. Und die Reise, das ist das Substantiv, the noun, die Reise und das Verb, the verb, reisen oder verreisen. Und die Welt, hier die Welt, oder wir können auch sagen, die Erde, das ist ja der Planet, die Erde, die Welt. Also, Lisa
reist durch die ganze Welt. Aber wo ist sie jetzt? Ach, ganze vielleicht noch. Ganz ist ein anderes Wort für alles oder komplett. Also die ganze Welt, nicht nur einen Teil, sondern alles. Sie reist durch die ganze Welt. Aber wo ist sie jetzt? Tommy ist in Deutschland. Tommy ist in Stuttgart. Wir haben hier in Deutschland und in Stuttgart. Oh, das ist rot. Okay. Deutschland ist ein Land natürlich und Stuttgart ist eine Stadt. Stuttgart ist in Deutschland. Stuttgart ist eine Stadt in Deutschland. Und in können wir benutzen mit Ländern wie Deutschland und mit Städten wie Stuttgart. Er wohnt in Stuttgart. Also sein Zuhause ist in Stuttgart. Er ist in Deutschland, aber Lisa ist nicht in Deutschland. Ist Lisa vielleicht in Frankreich? Ist Lisa in Paris? Hier haben wir wieder das Land und die Stadt. Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Die Hauptstadt. Stuttgart ist nicht die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Aber Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Jetzt, Lisa war in Frankreich. Lisa war in Paris, aber jetzt ist sie nicht mehr in Frankreich. Hier haben wir, ist Lisa in Frankreich? Warum malt es nicht? Hier ist und war, ist, mein Stift malt nicht, ist, war, war. So, ist, das ist jetzt, im Moment, ist Lisa vielleicht in Frankreich. Und war, hier, das ist die Vergangenheit. Gestern, vorgestern, letzte Woche, jetzt nicht mehr, aber sie war in Frankreich. So, to explain it in English, real quick. The first one ist, present tense, war, das ist Vergangenheit, past tense. And if we want to ask a question, then we can answer with yes or no, a yes, no question. Then we put the verb always in the first position. Also ist Lisa in Frankreich? Lisa ist in Frankreich oder Lisa war in Frankreich. Normally we have it in the second position. Genau. Aber jetzt ist sie nicht mehr in Frankreich. Nicht mehr. Not anymore. Nicht mehr. Jetzt ist sie nicht mehr in Frankreich. Wo ist sie? Ist Lisa vielleicht in Italien? Ist sie vielleicht in Rom? Hier haben wir wieder, Italien ist das Land und Rom ist die Stadt, sogar die Hauptstadt. Also, Italien ist das Land und Rom ist die Hauptstadt. Die nächste Seite. Oder vielleicht in Pisa. Oder vielleicht in Pisa. Das ist kein ganzer Satz. That's not a whole sentence. But we often talk just in phrases that are not complete sentences. I guess you do that also in your mother tongue. Also, oder vielleicht in Pisa. Eigentlich heißt es, oder ist sie oder ist Lisa vielleicht
in Pisa. So ist der Satz richtig, so ist der Satz komplett. Oder vielleicht in Venedig, wieder. Oder ist sie vielleicht in Venedig? Pisa, ist Pisa ein Land oder eine Stadt? Pisa ist eine Stadt in Italien. Italien ist das Land, Pisa ist die Stadt. Und Venedig, ist Venedig eine Stadt oder ein Land? Venedig ist auch eine Stadt. Genau. Wo ist Lisa? Ist sie in Italien? Und hier haben wir wieder das Verb an erster Stelle. Ja, nein, Frage. Yes, no question with the verb at the very beginning. Ist sie in Italien? Und jetzt die Antwort, nein. Yes, no question, and then we have the answer, no, nein. Lisa war in Italien. Aber jetzt ist sie nicht in Italien. Doesn't color the word. Okay. Whatever. Also, hier ist es die Vergangenheit, war, und jetzt ist sie nicht in Italien. Sie war, ja, sie war in Italien, aber jetzt ist sie nicht in Italien. Wo kann Lisa sein? Wo kann Lisa sein? And this is a way to form a question that is, that has the same meaning than wo ist Lisa oder wo kann Lisa sein. They mean the same thing. The second one, wo kann Lisa sein? It suggests a little bit that you give an example, that you might have an idea. What do you think? Where could she be? Wo kann Lisa sein? Ist Lisa vielleicht in Spanien? Ist sie in Barcelona oder Barcelona? Manche Deutsche sagen das C. Im Deutschen haben wir auch den Buchstaben C. Und manchmal ist es ein Z und manchmal ist es ein S. Also manche sagen Barcelona, andere sagen Barcelona. Im Deutschen sagen wir beides. Oder ist sie in Madrid? Also, Spanien. Ist Spanien ein Land oder eine Stadt? Spanien ist ein Land. Und Barcelona ist eine Stadt. Und Madrid ist auch eine Stadt. Nein, Lisa ist nicht in Spanien. Sie war in Spanien, aber jetzt ist sie nicht in Spanien. Hier haben wir wieder war und ist. Jetzt ist sie nicht in Spanien. Oder wir können auch sagen, jetzt ist sie nicht mehr. Also jetzt ist sie nicht, aber sie war, also sie ist nicht mehr in Spanien. Gut, der nächste Satz. Also Lisa, ist weder in Deutschland noch in Italien, noch in Frankreich, noch in Spanien. Wir haben weder noch. So that's a conjunction that has different parts, and normally it has two, weder und noch, but we can add onto that with noch und noch und noch und noch. Also sie ist nicht in Deutschland und nicht in Italien und nicht in Frankreich und nicht in Spanien. Also weder noch bedeutet nicht das und nicht das. Neither nor. Weder noch.
Lisa ist nicht in Europa. Ist Europa eine Stadt? Nein, Europa ist keine Stadt. Ist Europa ein Land? Nein, Europa ist kein Land. Europa ist ein Kontinent. Kontinent. Der Kontinent. Europa ist ein Kontinent. Frankreich ist in Europa. Deutschland ist in Europa. Ist Italien in Europa? Ja, Italien ist in Europa. Hier haben wir wieder das Verb an erster Stelle. Ja, nein. Und dann ein Ja. Hier oben. Ist sie in Italien? Nein. Und ist Italien in Europa? Ja. Also Ja, Nein Frage. Und Spanien? Das ist kein Satz. That's not a whole sentence. Und ist Spanien in Europa? So, we're kind of borrowing the words from the last question asked and just add another country to that. So, yeah, we just skip the words that we would need to form this question if there wasn't the question before. Also, ist Italien in Europa und Spanien? Spanien ist auch in Europa. Auch, also Italien, ja, und Spanien auch, als zweites, also. Genau, auch heißt also. Und Achtung, das englische also ist nicht das gleiche wie das deutsche also. Das ist falsch. Englisch und Deutsch, also, also, das ist nicht das Gleiche. Das ist falsch, nicht das Gleiche. Hier, also, Lisa war in Europa. Nicht auch Lisa war in Europa. Also, so, what would you say in English? So, you would probably say so. So, Lisa was in Europe, genau, so. Also, das gibt es auch im Deutschen. Also auf Englisch ist also, das deutsche also ist das englische so und das deutsche auch ist das englische also. Don't mix them up. Genau. Also Lisa war in Europa, aber jetzt ist sie nicht mehr in Europa. Nicht mehr, we had that before, nicht mehr, not anymore. Seite 3. Ist Lisa vielleicht in Afrika? Und Afrika ist auch ein anderer Kontinent. Der Kontinent. Es ist kein Land, es ist keine Stadt. Afrika ist ein Kontinent. Jetzt, welches Land gibt es in Afrika? Ist Lisa vielleicht in Südafrika? Und wie in Englisch, Süd, wir haben Norden, Osten, Süden, Westen. Und hier Südafrika ist im Süden von Afrika. Just like in English, South Africa, Südafrika. Nein, Lisa ist nicht in Südafrika. Ist sie vielleicht in Algerien? Algerien ist nicht in Südafrika, Algerien ist in Nordafrika. Ist Lisa in Algerien? Lisa ist nicht in Algerien. Lisa ist nicht in Algerien. Ist sie vielleicht in Ägypten? Ägypten ist in Nordost Afrika. Ist Lisa in Ägypten? Nein, sie ist auch nicht in Ägypten. So we can also combine auch und nicht. We had the sentence before. Frankreich ist in Europa. Deutschland ist auch in Europa. Oder sie ist nicht in Algerien und sie ist auch nicht
in Ägypten. So you can use auch, it doesn't matter if the sentence is positive or negative. Lisa war in Südafrika, Lisa war in Ägypten, aber in Algerien war Lisa nicht. And here we have an interesting sentence structure. Lisa, es ist die Person, dann das Verb und dann das Land. Und hier haben wir das Land, das Verb und dann hier die Person. So in German you can switch the words pretty easily and you still have a correct sentence. That's why we have so many cases, so you still know who is where or who did whom something. Aber in Algerien war Lisa nicht. So if we wanted to have the same sentence structures as in the sentences before, we could also say, aber Lisa war nicht in Algerien. Also hier aber auch. Aber Lisa war nicht in Algerien oder aber in Algerien war Lisa nicht. We can say both sentences the same, they mean the same thing. They just have a different focus on the words. So the first sentence, aber Lisa war nicht in Algerien, aber Lisa war nicht in Algerien. Lisa nicht, aber Paul war in Algerien. Und der zweite Satz, aber in Algerien war Lisa nicht. So we're stressing where she was not, or where she hadn't been. Lisa war in Ägypten, Lisa war in Südafrika, aber in Algerien war Lisa nicht. That's why the sentence structure is a little different. We could switch it up, but then, yeah, we would assume that Lisa is the important part, but in this case, it's in Algerien. Sie ist weder in Südafrika, noch in Algerien, noch in Ägypten. And here we have again, weder noch. Sie ist nicht in Südafrika und auch nicht. Lisa ist nicht in Afrika. Lisa war in Europa. Lisa war in Afrika. Aber jetzt? Wo ist Lisa jetzt? Ist Lisa vielleicht in Australien? Tja, Australien, ist das ein Land? Ist das ein Kontinent? Es ist beides. Es ist ein Land und es ist ein Kontinent. Lisa ist Lisa vielleicht in Australien? Nein, Lisa will nach Australien. Nicht Lisa war in Australien, Vergangenheit. Nein, Lisa will nach Australien oder will gehen. Will kommt von wollen, to want. Und sie will gehen, also in der Zukunft, in the future, she wants to go. Sie will nach Australien gehen. Jetzt im Moment, ist sie noch nicht in Australien. Hier noch nicht. Wir hatten schon nicht mehr. Nicht mehr, das ist Vergangenheit, das ist wahr. Sie war in Frankreich, sie ist nicht mehr in Frankreich und sie will nach Australien, sie ist noch nicht in Australien. Sie geht nach Australien. Vielleicht geht sie nach Australien. Im Moment ist sie nicht in Australien. Wo kann Lisa sein? Ist sie vielleicht in Russland? Ah, maybe one thing that I can mention. Wo kann Lisa sein? If we ask the question like that, I said before, it's the same
as if we ask, wo ist Lisa? We still answer with ist. Ist, even though we used a different verb in the question. Also kann von können übrigens. Können, genau, kann Lisa sein. The only time that we would answer questions like this with, yeah, or by using kann, would be if we say, kann es sein, dass? And we use those kind of sentences if you're looking for something. Oder kann es sein, dass du sie in der Küche liegen hast lassen? Kann es sein, dass du sie im Auto vergessen hast? Something like that. That was a quick detour and I think a little confusing probably for the beginners, but yeah, I just want to mention, wo kann Lisa sein? You would answer with ist and not with kann. Nein, Lisa war nicht in Russland und Lisa ist nicht in Russland. So here we can see again, war und ist, die Vergangenheit und die Gegenwart. The sentence structure stays the same. Ist Lisa vielleicht in Asien? Ist Asien ein Land? Nein, Asien ist kein Land. Ist Asien eine Stadt? Nein, Asien ist keine Stadt. Ist Asien ein Kontinent? Ja, Asien ist ein Kontinent. Ist sie in China oder in Japan? Japan und China, das sind Länder, das Land und die Länder, das Land und die Länder, also eins und viele, zum Beispiel zwei, drei, vier. Genau, Lisa ist nicht in China und Lisa ist nicht in Japan. If we would use weder noch, dann würde der Satz heißen, Lisa ist weder in China, das soll in heißen, in China, noch in Japan. Lisa ist weder in China noch in Japan. Oder Lisa ist nicht in China und Lisa ist nicht in Japan. Lisa war in China und Lisa war in Japan. So this time, the first time it was negative, the second time it's positive. And we also have a conjunction that consists of two parts to use in this case. Lisa war sowohl in China als auch in Japan. So it actually has three words, but sowohl als auch. We always use it like that. So the negative part, if we have two negatives and want to put them in one sentence, weder noch. Und wenn wir positive Sachen haben, the positive way, sowohl als auch. Zwei Sachen, das und das, sowohl als auch. Aber jetzt ist sie nicht mehr in Asien. Sie ist bis nach Amerika geflogen. Geflogen kommt von fliegen. It's an irregular verb. Genau, geflogen. In Südamerika gibt es Brasilien. Here we have Süd again. Norden, Osten, Süden, Westen. Genau, in Südamerika gibt es Brasilien. Ist Lisa vielleicht in Brasilien? Lisa war in Brasilien, aber jetzt ist sie nicht mehr in Brasilien. Und die letzte Seite, Seite Nummer 5. Ist Lisa vielleicht in den USA? And now it's getting interesting.
in den USA. Why do we suddenly use an article here? Es sind die USA. Das ist Plural. Genauso wie die Niederlande. Oder wir haben auch andere Länder, kein Plural, wie zum Beispiel der Iran oder die Türkei oder auch die Ukraine. Most countries don't have an article, or they have one, but we don't use them in normal speeches. Just Deutschland, nicht das Deutschland oder das Frankreich oder das Italien. You would never say that. But there are some countries that are used with articles. For example, die USA, die Niederlande, der Iran, die Türkei, die Ukraine. And then we have to use this article in daily speech. And we also have to adapt the article if, yeah, there is a grammar case that we have to match up with the article. So, ist Lisa vielleicht in den USA? Nein, Lisa ist nicht in den USA. Und jetzt? Sie will in die USA gehen. So here, that's the normal way of using the article, die USA, and then den USA, that's just because this kind of sentence structure uses, what grammar case is that? Den Dativ. Genau, deshalb müssen wir den benutzen. Aber jetzt ist sie nicht in den USA. Genau, sie will in die USA gehen, aber sie ist nicht in den USA. And I can't remember when that was, but I think in one of my videos, was it even this video? No, I don't think so. I mentioned that it depends on the verb, which grammar case you use, ist in den, aber geht in die. And one is movement and one is, the place, just the, ist in den USA und geht in die USA. And I don't remember which video that was. It was the one I just posted, where I'm setting the table. Wir legen auf den Tisch und es steht auf dem Tisch. That's exactly the same case in this in those sentences here. Wo kann Lisa sein? Hast du eine Idee? And here we have the verb, the very beginning, because it's a yes-no question. Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Oder nein, ich habe keine Idee. Hast du eine Idee? In welchem Land könnte Lisa sein? And here we also have the könnte, which is a form of können. Oder we could also say, in welchem Land kann Lisa sein? And könnte is just the more polite way of saying it. Or also the, if you're less sure, well, she could be there. Yeah, it's basically can and could. That's what it is. Which country could she be, or which country can she be? Genau. Also, in welchem Land könnte Lisa sein? Hast du eine Idee, in welchem Land Lisa sein könnte? And you probably noticed it's the exact same thing. Each word is the same, but we have two sentences here, which means two full sentences that aren't really connected. But then the second sentence, we only have one sentence and they are connected. And that's why this sentence is not a complete sentence. In welchem Land Lisa sein könnte? This sentence doesn't make sense
if there isn't the part, yeah, before it. So, but we couldn't also say, hast du eine Idee, in welchem Land Lisa sein könnte? In welchem Lisa? You probably noticed that those two sentences are basically the same, except for one little thing. Könnte und sein und Lisa, they are scrambled up. They have a different structure. And that's because in the first sentence or in the first line, we have two sentences. We have zwei Sätze in der ersten Zeile, hier in der ersten Zeile. Und in der zweiten Zeile haben wir einen Satz. Das hier ist der Hauptsatz und das hier ist der Nebensatz. So, because those two sentences are connected, the second one doesn't have the... it doesn't work as an individual sentence, and we have to put the verb at the very end. Forming these kind of Nebensätze, I'm not sure what they are called in English. Nebensätze und Hauptsätze. If you really want to look up the grammar, do that. There are probably lots of exercises to do that in the internet or also on YouTube. But as you know, on this channel, I'm not going to explain the grammar in its depth and do some exercises about that. We're here to learn German naturally. And I just wanted to point out that sometimes if we have Nebensätze, then the verb goes to the end. And although it means exactly the same and we just put the two sentences together, we do have to change the sentence structure. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dich an die Geschichte erinnern und du hast etwas Neues gelernt. Schau gern in die Beschreibung. Es gibt viele Links in der Beschreibung zum Deutschlernen und ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, du hast viel Neues gelernt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte. Ich hoffe, du hast neue Dinge gelernt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Deutschlernen und hier findest du noch mehr Videos von meinem Kanal. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag. Nein, Quatsch, nächsten Freitag. Ich hoffe, du hast viel Neues in diesem Video gelernt. Hat es dir Spaß gemacht? Hier findest du noch mehr Videos von meinem Kanal. Und am Freitag sehen wir uns wieder in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.